begleite ich mich heute zu meiner lieben Lisa hier mitten am Münchner Marienplatz. Ich bin bei ihr seit circa einem halben Jahr und gehe wirklich jeden Monat im Zug begeistert. Und hier seht ihr schon mal einen der vielen Räumlichkeiten hier bei der lieben Lisa. Und da werden wir jetzt auch die Behandlung machen. Bin super gespannt, ich freue mich. Und hier kommt man rein. Und hier ist ein Behandlungsraum. Das ist der Raum, in dem ich bisher immer war zur Behandlung. Klein, aber fein, würde ich sagen. Und hinter mir seht ihr direkt den Marienplatz. Wahnsinn, oder? Da bin ich gerade reingekommen. Um die BB Glow zu machen, um auch einen Glowing-Effekt zu bekommen, bekommt heute Madeleine noch ein extra Serum dazu, damit auch die Haut aufnahmefähig ist, dass die Haut so viel nimmt, wie sie gerade braucht und natürlich dann sofort ein super Effekt wird. Das würde ich dann in dem Sinne auch mit dem Gerät einarbeiten und dann bekommst du schon die Farbe. Perfekt. So, jetzt arbeiten wir die Foundation ein. Das hört sich so an. Mit einer Tiefe von 0,5 fangen wir an. Und so wird eingearbeitet. Nach einer BB Glow arbeite ich noch zusätzlich die Maske mit einem Galvanik ein. So, mit Hilfe so einem kleinen Gerät von New Skin kann man die beliebige Maske auch ganz tief einarbeiten und die Wirkstoffe noch in die Tiefe zu transportieren. Ich arbeite dann ungefähr 2 Minuten lang mit einem Programm und die Feuchtigkeit, die jetzt in der Maske ist, reicht vollkommen aus, um von mir zu meiner Kundin den Strom zu leiten. Ja, das wahre Bild nach einem Microneedling mit BB Glow zeigen. Und ich muss sagen, gerade der erste Eindruck, ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es jetzt das erste Mal gerade auch im Display gesehen und ich bin wahnsinnig begeistert. Die Lisa hat sich wieder selbst übertroffen. Also ich kann euch nur empfehlen, geht zu jemandem, der Ahnung hat. Sie hat jetzt mir ganz viel noch erklärt, warum, wie, weshalb, was sie mir empfiehlt. Aber das ist nur für meinen Hauttyp. Bitte lasst euch selbst von ihr beraten und geht nicht zu irgendwem, nur weil es günstig ist oder sonst irgendwas. Das ist unglaublich, was man jetzt schon sieht. Es ist echt Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich werde euch aber morgen nochmal dazu holen und euch das finale Ergebnis zeigen, wenn die Rötung zurückgegangen ist. Aber wie gesagt, ich finde jetzt, ist es schon für das, dass die Behandlung vor einer Minute beendet wurde, schon echt ein Top-Ergebnis. Ja. Knapp 3 Wochen später sind wir jetzt tatsächlich schon. Mich hat es nämlich ein bisschen erwischt gehabt. Dennoch tut es dem Ergebnis
keinen Abbruch. Auch einen Tag später war ich nicht sonderlich gerötet. Ich konnte ganz normal aus dem Haus gehen. Natürlich immer Sonnenschutz drauf, klar. Hat die liebe Lisa mir aber auch schon nach der Behandlung drauf gemacht. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Feuchtigkeit gebraucht. Liegt aber sicherlich auch so ein bisschen am Wetter. Aber ich bin begeistert. Ich kann es nicht abwarten. In 1 bis 2 Wochen machen wir die nächste Microneedling-Behandlung. Wie gesagt, es sind kleine Nadeln, die die Haut etwas verletzen, aber bei mir hat sich das nur zum Positiven sichtbar gemacht. Ich hatte keinerlei Schmerzen bei dieser Behandlung und ich kann jetzt schon die ersten Ergebnisse sehen. Viel feiner die Haut. Ich habe jetzt so ein paar Hautunreinheiten, weil Mädelsthema und so. Meine Falten haben sich so ein bisschen geglättet auch. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Das ist gut, dass jetzt schon so ein paar Wochen vergangen sind, weil ich euch einfach sagen kann, wie sich meine Haut verändert hat. Und zwar nur zum Positiven. Sie braucht viel Feuchtigkeit, hat sie vorher aber auch schon gebraucht. Aber meine Mimikfältchen haben sich gerade hier in diesem Bereich etwas verringert. Meine Poren, die ich hier unbedingt loswerden wollte, sind deutlich zurückgegangen. Und auch hier so die Zornesfalte. Hier bin ich noch etwas unzufrieden. Aber Leute, es war die erste Behandlung. Top. Ich werde euch via Instagram mitnehmen zur zweiten Behandlung. Und euch da das Ergebnis dann auch zeigen. Ich habe ja gesagt, ich bin schon seit 5 Monaten bei der lieben Lisa. Da könnt ihr auch auf Instagram ein paar unter dem Punkt Beauty in meiner Rubrik, in meinen Highlights, auch gerne noch ein paar andere Behandlungen euch anschauen. Wie gesagt, sucht euch eure Kosmetikerin mit Bedacht aus. Und das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag.